Gerade eben der Schwergewichtstitelkampf bei Superior FC zwischen Judge Sanyo und David Schewitze zu Ende gegangen. Und wie man unschwer erkennen kann, der Sieger steht neben mir. Abus Magomedov wird uns bei der Übersetzung helfen. Zuerst einmal herzlichen Glückwunsch, ein sehr harter Kampf. Am Ende gab es ein bisschen Verwirrung, ob es jetzt 5 oder 3 Runden ist. Er soll uns ja erstmal berichten, wie er den Kampf erlebt hat. Он говорит, поздравляю тебя в первую очередь с победой. Он говорит, вот так ты говорит, должен был, по идее, 5 раундов драться, а дрался, говорит, 3 раунда. Ты что-нибудь можешь насчет этого сказать? Сюда поздравления, типа, по... Ну, во-первых, спасибо огромное всей Германии, всем представителям, кто меня звал на этот бой. А во-вторых, что я могу сказать насчет 5 раундов? Я был готов на 5 раундов. Может быть, соперник отказался, вот и подрались 3 раунда, я не знаю. Bedankt sich komplett beim ganzen Deutschland bei den Veranstaltern und wegen die 3 Runden, der weiß selber nicht, warum das ist. Der sagt, vielleicht hat der Gegner abgesagt oder so und der hat selber keine Ahnung, warum nur 3 Runden gekämpft wurde ist. Es war ein sehr knappes Urteil. Was hat aus seiner Sicht dazu geführt, dass ihm letzten Endes die Punktrichter den Sieg gegeben haben? Он говорит, это было очень, говорит, решение судей было, говорит, 2-1, он говорит, имеет в виду, типа, как ты думаешь, что помогло тебе победить, как, почему 2-1 в твою пользу? Я не знаю, что мне помогло, наверное, я нанес больше точных ударов, вот это и помогло мне. Er sagt bestimmt, dass der die richtigen Treffer, die besseren Treffer gelandet hat. Das hat vielleicht ihm geholfen, aber so weiß er nicht. Meine letzte Frage an ihn. In der 3. Runde hat er einen Tritt zu Danjo geführt, er war außerhalb des Rings. Es wurde lange hin und her diskutiert, hatte er Angst, dass der Kampf vielleicht abgebrochen wird und er disqualifiziert. Он говорит, в 3. раунде, говорит, когда он упал, говорит, ты ударил его ногой, говорит, типа, у тебя было, говорит, ты боялся, что бой может дисквалифицировать, остановить бой? Не, я не боялся, потому что он на 3 точки не стоял внизу, он стоял на ногах в это время. Der sagt, der hatte keine Angst, dass das disqualifiziert wird, weil der hatte kein 3-Punkt-System gehabt. Der hat gesehen und dann hat er geschlagen. Von daher sagt er, der hat sich keinen Kopf gemacht, ob das disqualifiziert wird oder nicht. Von unserer Seite nochmal herzlichen Glückwunsch zum Abschluss. Hat er vielleicht ein paar Grüße, die er nach Georgien richten möchte oder zu seinen Fans sprechen, dann soll er das jetzt bitte tun. Он поздравляет тебя, он говорит, напоследний, говорит, может, ты кого хочешь поблагодарить, кому там спасибо сказать, привет передать, последние слова твои. Я еще раз благодарен вам, благодарен моему другу, моему тренеру Георгию Чирагашвили. Я благодарен своей жене, которая мне помогает тренироваться. Благодарен отцу, матери, всей Грузии. Всему Кавказу, кто за меня болеет. И моему сыну Георгию и дочке. Все. Der bedankt sich vor allem an den Veranstalter, an euch, an deutschen Volk, sagt er. Und der bedankt sich an seine Nationalität, an seine Familie, Freunde, Verwandten, die hinter ihm stehen, die immer dabei sind, immer die Daumen drücken, an allen bedankt sich. Und ganzen Kaukasus, sagt er. Ein überglücklicher David Schewitze, der mit Sicherheit demnächst auch nochmal seinen Titel hier bei Superior verteidigen wird. Vielen Dank. Danke.